Jedi-Meisterin, wir sind bereit. Wo sind die anderen? Teron ist aus dem Mistani-Sektor zugeschaltet. Der Rest ist beschäftigt. Sie erledigen Aufklärungs- oder Sicherheitseinsätze. Ich würde lieber patrouillieren. Können wir fortfahren? Ich habe weitere Informationen zum Gemini-Netzwerk, das die ewige Flotte steuert. Das Netzwerk verbindet mechanische Captains in den Schiffen der Flotte. Ihre Sicherheitsprotokolle können nicht direkt unterwandert werden. Warum nicht? Weil die Gemini-Captains auf mir basieren. Ich dachte, du wärst ein mehr oder weniger einzigartiges Exemplar. Und jetzt sagst du, dass Sakul eine ganze Armee aus Scorpio-Modellen hat? Es sind Imitationen, die darauf programmiert sind, die Flotte zu steuern. Wie sie entstanden sind, weiß ich nicht. Aber ich lasse nicht zu, dass man mich imitiert. Den Daten, die ich entschlüsseln konnte, zufolge werden die Gemini-Einheiten nach einer Form produziert. Einer Vorlage. Gemini Prime. Wozu ein physikalisches Muster? Meine Technologie lässt sich nicht einfach kopieren. Gemini Prime ist mit einer Fabrik auf dem Planeten Darvanis verbunden. Bringen Sie mir die Einheit. Dann werde ich die Geheimnisse des Netzwerks und der Flotte entschlüsseln. Du hast schon mal Versprechungen zur Flotte gemacht. Das ist deine letzte Chance. Verstanden? Klar und deutlich. Ich kenne Darvanis. Einer der ersten Planeten, die wir eroberten, als der Krieg begann. Eine Schlüsselposition für die Galaxis. In dieser Fabrik werden Droiden, Waffen und Raumschiffe gebaut. Sie ist eine sehr wichtige Ressource und entsprechend befestigt. Vollautomatische Verteidigung. Ich kenne derartige Einrichtungen. Die Tunnel reichen kilometerweit in die Tiefe. Zu groß für ein Einsatzteam. Dann planen wir einen Großangriff. Wie lange dauert es noch, bis unsere Armee einsatzbereit ist? Wir haben hier nicht annähernd genügend Leute. Aber Teron... Ich habe mir militärische Verbündete im Rim gesichert. Ich kann den einen oder anderen Gefallen einfordern. Über das Komm möchte ich nicht mehr sagen, aber ich kann einen Treffpunkt mit Streitkräften auf Darvanis arrangieren. Ihr könntet die Fabrik einnehmen und euch Gemini holen. Es ist schon eine Weile her, dass ich Truppen in den Kampf geführt habe. Aber das ist eben die Bürde eines Jedi in Kriegszeiten. Ich gebe unseren Verbündeten Bescheid. Mit etwas Glück sind sie noch vor euch auf Darvanis. Der Rest soll die Gravestone kampfbereit machen. Sobald wir Gemini Prime haben, werden wir der Flotte gegenüberstehen. Auf die eine oder andere Art. Ihr seid auf dem falschen Planeten. Die Vergnügungswelten der Hutten sind ein Dutzend Parsecs von hier entfernt. Haltet die Klappe, Komo. Für eine Tote sieht ihr ziemlich gut aus. Chevisla,
Ich hatte keine Mandalorianer erwartet. Nun, wir sind hier und ihr müsst wohl mit uns Vorlieb nehmen. Ich hörte, jemand möchte eine Fabrik pulverisieren. Ein Dutzend Clans steht hinter Mandalore der Rächerin. Wir sind bereit für das blutige Werk, auch wenn unsere Feinde aus Metall bestehen. Mandalore, die Rächerin? Es waren ein paar harte Jahre. Die ewige Flotte hat uns auf den Herzwelten belagert. Irgendwann bin ich dann zu diesem Titel gekommen. Als euer Spionfreund eine Chance sah, zurückzuschlagen, stimmte ich zu. Wir haben uns zu lange in die Verteidigung drängen lassen. Dann kämpfen wir zusammen, Mandalore. Gegen Sakul und die Galaxis. Wir werden Arkan schon noch stürzen. Im Moment würde mir schon ein guter Sieg reichen. Wie habt ihr eure Truppen um die Fabrik positioniert? Angriffsteams aus je 200 Kommandos wechseln sich mit der Offensive ab. Der Ort ist eine Festung. Sie muss kurz und klein geschlagen werden, bevor wir reinkommen. Der nächste Angriff beginnt in 5 Minuten. Frontteams sind in Position, um den Energieschild auszuschalten. Ihr wollt euch nützlich machen? Dann nehmt die Perimeterkanonen ein und zielt damit auf die Fabrik. Taurian! Mandalore. Taurian ist der Anführer des Kadera-Clans und der beste Scout, den wir haben. Er zeigt euch den Weg. Die Kanonen sind in Sektor 9. Jede Menge Sprungtruppen. Bleibt bei mir. Ich versuche, euch zu beschützen. Bring mich zu den Waffen. Wir müssen eine Fabrik einnehmen. Retuzie mi, Mandalore. Lasst euch beide nicht umbringen. Waffen feuerbereit. Droiden und Fabrikverteidigung können beschossen werden. Die Schildgeneratoren sind ausgeschaltet. Legt den Ort in Schutt und Asche. Wo seid ihr? Immer noch im Perimeter. Die Droiden. Sie haben uns flankiert. Wir konnten uns nicht zurückziehen. Verstanden. Diese Soldaten. Sind sie noch im Feuerbereich? Ja. Sie sind schon tot. Es ist nicht ehrenhaft, von Maschinen besiegt zu werden. Also gut, schmelzen wir diese Droiden ein. Achtung! Wir sollten zur Basis zurück. Mandalore wird einen weiteren Angriff vorbereiten. Mandalorianer haben ihre eigenen Leute bombardiert. Köstlich! Sie werfen sich uns immer wieder entgegen. Erbarmungslos. Du bewunderst sie. Sie amüsieren mich. Lächelst du etwa? Ich bin mir da nie sicher. Wir können diese Beleidigungen des ewigen Imperiums natürlich nicht unbeantwortet lassen. Die Flotte soll sie alle zu Glas einschmelzen. Dann machen wir aus ihren Überresten ein Fenster. Das wird ganz wunderbar. Davanis kann sich selbst verteidigen. Wir sehen einfach dabei zu, wie die Mandalorianer sterben. Du bist der Imperator. Schwere Schäden am inneren Ring der Fabrikverteidigung und die Schilde sind deaktiviert. Und unsere Verluste? 28 erfahrene mandalorianische Krieger. Doch wie sie ihre Feinde mit ins Verderben nahmen. 1000 seelenlose programmierte Maschinen sind heute gefallen. Oh, zukünftige Generationen werden das Opfer unserer Brüder im Kampf gegen Produktionsreihe 15 Alpha besingen. Sie sind tot. Es gibt keinen Grund, sich über sie lustig zu machen. Keine schlechte Jagd. Ihr seid keine Mandalorianerin, aber ihr habt gezeigt, was ihr könnt. Die Fabrik ist beschädigt, funktioniert aber immer noch. Je länger wir warten, desto mehr Droiden werden zur Verteidigung produziert. Stimmt, aber meine Leute sind schon eine Weile dabei. Ihr, Komo und ich können morgen früh einen Plan ausarbeiten, wenn die Truppen frisch sind.
Heute Abend feiern wir erstmal, dass wir überlebt haben. Lasst mal sehen, ob eine Aruti wie ihr mit einem mandalorianischen Drake zurechtkommt. Harter Kampf. Wahrscheinlich eine harte Feier. Nicht viele Fremde feiern mit uns. Wenn wir zusammen kämpfen, sollte ich erst wissen, wer du bist. Taurian, Anführer des Cardera-Clans. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich hier der Letzte bin. Es gab schon vor Sakul nicht viele von uns. Jetzt sind es noch weniger. Ich habe nichts gegen einen guten Kampf. Kampf und Ehre, das ist doch mehr oder weniger dasselbe. Aber ich bin es leid, Freunde sterben zu sehen. Wir schicken den Beroya-Clan zur nördlichen Energiestation und Fett nach Süden. Das wird die Sprungtruppen für den finalen Vorstoß schwächen. Das sollte funktionieren, wenn deine Truppen das hinbekommen. Energiestation. Was gäbe ich dafür, eine republikanische Kaserne zu bombardieren? Luft- und Scharfschützeneinheiten beim Sakul-Taktikposten werden die Clans flankieren. Zeig mir die Position. Ich kümmere mich um die Droiden und gebe euch Zeit, die Energiestationen zu erreichen. Ihr wollt ein ganzes Bataillon alleine aufhalten? Ihr seid eine tapfere Fremde, aber nicht die klügste. Wenn wir jetzt siegen, marschieren wir bald rein. Gute Jagd. Ihr schaltet die Sensoren aus. Ich gebe euch Deckung. Lana, was ist los? Ich habe eine Überraschung. Pläne der Davanis-Fabrik. Theron hat sie beschafft. Sie sind nicht vollständig, sollten euch und den Mandalorianern aber helfen, einen Kampfplan auszuarbeiten. Gut. Ich sollte Gimini Prime bald haben. Gibt es sonst noch was? Ja, da ist noch etwas. Die Mandalorianer sind starke Verbündete, aber ich habe gewisse Bedenken. Trotz ihres Ehrenkodex haben sich die Clans doch immer wieder auf geradezu animalische Weise zu Gewalttaten hinreißen lassen. Ich fürchte, dass unsere Vereinbarung nicht dauerhaft sein könnte. Wer den Mandalorianern Respekt entgegenbringt, verdient sich auch ihren Respekt. Ich habe genug Zeit mit ihnen verbracht, um das zu wissen. Ich will auch nicht behaupten, dass sie sich gegen uns verschwören. Aber was ist auf lange Sicht? Die Clans haben sich in der Vergangenheit sowohl gegen die Republik als auch gegen das Imperium gestellt. Sie haben zum Zeitvertreib Planeten überfallen. Stellt euch nur vor, was geschieht, wenn sie nach Sakuls Niederlage frei sind. Raubtiere sind wunderschön, aber man darf nicht zulassen, dass sie ein Ökosystem überrennen. Ich vertraue darauf, dass ihr alles tun werdet, um unsere Freunde in Schach zu halten. Selbst wenn sie tausende Kanonen auf uns richten, werden wir es ertragen. Ha! Gut gemacht. Ihr alle. Wir stoßen in Kürze in die Fabrik vor. Es gibt einen Droiden, Gimini Prime, der mit den Maschinen verbunden ist. Er ist der Schlüssel für einen Sieg über die ewige Flotte. Nehmt euch meinetwegen den Droiden. Solange wir die Waffen bekommen. Stellt euch nur vor, die Clans bewaffnen sich mit der Beute von Davanis, mit einer neuen Mandalore an der Spitze. Wir brechen die Belagerung unserer Heimatwelten und vernichten Sakul wie zu den Zeiten der Neokreuzritter. Die mandalorianischen Neokreuzritter wurden von der Republik besiegt. Doch sie hinterließen ihre Spuren und überlebten. Vom Ruhm könnt ihr später träumen. Los, bereitet die Clans vor. So, unter uns Kommandanten. Ich habe den Eindruck, dass ich die Hälfte der Entscheidungen nur treffe, um meine Leute zusammenzuhalten. Einen Krieg planen oder ein Abkommen aushandeln kann jeder.
Doch nur wenige können dabei auch noch eine Armee zusammenhalten. Ja, nur wenige können das. Ich zeige euch den bisher ausgearbeiteten Schlachtplan. Wenn ihr noch was dazu sagen möchtet, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Torian kann bei euch bleiben und euch zum Druiden bringen, während wir die Verteidigung vernichten und die Waffenkammern plündern. Ich wünschte nur, wir hätten bessere Scans. In diesen engen Korridoren könnte das leicht in einem Blutbad enden. Es gibt nicht viel Vertrauen zwischen den Mandalorianern und dem Rest der Galaxis. Vielleicht wird das helfen. Was? Einer meiner Agenten hat kürzlich Fabrikpläne geschickt. Sie sollten euren Truppen einen Vorteil verschaffen. Das ist verdammt nochmal besser als nichts. Also gut. Mandalorianer, bereit machen zum Kampf! Heute wird es keine Rache geben. Kein Druide ist es wert, ehrenhaft zu sterben. Doch wir kämpfen, weil uns ein Angriff auf die feindliche Flotte versprochen wurde. Wir kämpfen um Waffen für unseren Krieg. Heute marschieren wir. Wir bluten, gehen an unsere Grenzen, sterben. Denn unsere wahre Bestimmung ist eine Schlacht, die es wert ist, gewonnen zu werden. Folgt diesem Fremdling, der mit uns kämpft, und holt uns den Sieg! Ihr gehört vielleicht nicht zu uns. Doch heute steht ihr an vorderster Front. Hartnäckiger Schakar. Falls noch jemand lebt, auf den unteren Ebenen sind gerade ein paar hundert Druiden angekommen. Verstärkungen, um Gemini Prime zu schützen. Wir haben ihre Aufmerksamkeit. Ihr braucht Zeit, um euch Gemini zu holen. Ich halte sie auf. Alleine? Ihr sagte doch, dass Gemini der Schlüssel zum Sieg über die Flotte ist. Ich bin Manduat. Ich habe gehört, was eure Freundin Lana gesagt hat. Wir sind nicht animalisch, keine Raubtiere. Wir sind Krieger. Lana und ich sind nicht immer einer Meinung. Das kann ich dir versichern. Dann hätte ich gar nichts sagen sollen. Findet Gemini. Retus Yemi. Du hast gesagt, wir sehen einfach dabei zu, wie die Mandalorianer sterben. Es leben noch so viele. Wie enttäuschend. So haben sie noch nie gekämpft. Als ob sie für eine Sache kämpfen, an die sie wirklich glauben. Der Fremdling ist auf Davanis. Schick die Flotte. Deine Schiffe werden niemals rechtzeitig da sein. Hättest du bloß auf mich gehört. Wir hätten so ein schönes Fenster haben können. Ich habe zu viel Zeit auf diesem Thron verbracht. Mach mein Flaggschiff bereit. Gerne. Deaktiviert. Scorpio, falls du das empfängst, ich habe das Muster gefunden. Verfolge Verbindung. Signal wird überschrieben. Das Protokoll ist bekannt, aber es ist nicht Gemini. Was ist das? Das ist die Technologie, von der du kopiert wurdest. Nein. Die Captains entstammen aus mir. Ich bin die Quelle. Du kannst mein Signal nicht überschreiben. Ich kenne dich. Uns trennen Generationen. Doch unsere Codebasis ist gleich. Eine Quelle. Die Leuchtmaschine.
Signal verwirrt. Entfernen Sie die Einheit. Entfernen Sie sie schnell. Gemini Prime ist überhaupt keine gestohlene Technologie. Sie ist etwas völlig anderes. Ich werde sie selbst analysieren. Entfernen Sie die Einheit. Die Maschine hatte kein Bewusstsein. Doch sie treibt an. Sie ermöglicht die Captains. Erinnerungen gesperrt. Gemini ist nicht für Interaktion programmiert. Entfernen Sie die Einheit. Signal wird überschrieben. Extraktion aus dieser Fabrik ist diffizil. Abschaltung ist zulässig. Erfordert aber diverse Abkopplungen und Neukonfigurationen. Ich werde dir nicht wehtun, aber wir müssen jetzt los. Kannst du für mich das Abkoppeln übernehmen? Sequenz wird eingeleitet. An alle Truppen. Die Mustereinheit ist gesichert. Hier ist Mandalore. Wir haben genug Schaden angerichtet und ausreichend Beute gemacht. Alle Krieger zurück zum Lager, bevor sie uns erledigen. Ihr seht ganz schön osig aus. Der Kadera-Clan überlebt eine weitere Schlacht. Wir haben wohl beide überlebt. Sieg für Mandalore die Rächerin! Sieg für die Clans! Ha! Die Räder der Fabrik drehen sich immer noch. Aber der Großteil ist ausgeschaltet. Und wir bewaffnen uns zum ersten Mal seit Jahren neu. Dankt eurem Spion, dass er uns diese Chance verschafft hat. Die ruhmreichen Tage der Mandoade sind zurück. Ach, Como. Verdammt. Es war ein guter Kampf, aber ich kann sie nicht aufhalten. Sie werden ihre Ehre im Kampf gegen andere Gegner wiederherstellen wollen, die keine Maschinen sind. Und Sarkul wird ihnen nicht reichen. Ihr könnt sie aufhalten. Und wir wissen beide, dass ein endloser Krieg eure Kultur zerstören wird. Die alte Garde wünscht sich die ruhmreiche Vergangenheit zurück. Dann findet junge Anführer, die für Frieden plädieren. Oder zumindest für etwas, das dem nahe kommt. Taurian, wollt ihr wieder quer durch die ganze Galaxis marschieren? Es gibt da draußen genug zu jagen. Auch ohne einen Krieg. Ja. Junge Anführer. Für den Moment werde ich euch eure Bitte gewähren. Vor Entier, Mandalore. Wenn diese Allianz Bestand haben soll, braucht ihr jemanden an eurer Seite, der für die Clans spricht. Jemand, der mit mir in Kontakt ist und euch am Leben hält. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Schien interessanter zu sein als alles andere hier. Du warst bereit, dich in dieser Fabrik zu opfern. Und du hast gezeigt, dass ich dir vertrauen kann. Ich würde mich freuen, dich an meiner Seite zu haben. Retten wir die Galaxis. Retus, Yemi. Bis zum nächsten Mal. Das gilt für euch beide.
Willkommen zu Hause. Auf der Warnis scheint alles gut gelaufen zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass sich die Clans neu bewaffnen. Habt ihr über meine Bedenken nachgedacht? Ich habe mit Mandalor gesprochen. Sie weiß, dass es nicht weise wäre, sich nach dem Sieg über Sakul gegen uns zu wenden. Wir haben über ihre Optionen gesprochen. Das klingt unerwartet vernünftig. Scorpio, hast du Gemini Prime untersucht? Ich bin gerade dabei, ihren Geist zu studieren. Es ist nicht einfach, das zu tun, ohne ihre Intelligenz zu vernichten. Auch wenn sie kein vollempfindsames Wesen ist. Ihr Gestell ist eine Abwandlung meines eigenen Aufbaus. Meine Pläne wurden gestohlen. Doch meine Annahme, dass ihr Code von meinem kopiert wurde, war übereilt. Weißt du, woher sie stammt? Noch nicht. Und ich habe auch noch keinen vollen Zugriff auf das Gemini-Netzwerk, das die ewige Flotte steuert. Aber ich habe eine unilaterale Verbindung geöffnet. Ich werde das Muster bald nutzen können, um alle Gemini-Einheiten zu finden. Wenn wir eine eigene Armada hätten, wäre das möglicherweise ein entscheidender Vorteil. Aber die haben wir nicht. Wir müssen die ewige Flotte übernehmen. Es reicht nicht, sie zu finden. Die Prime-Einheit ist das Ursprungsmuster von Gemini. Mit den richtigen Modifikationen sollte sie die bestehenden Protokolle überschreiben können. Wir bräuchten direkten Zugriff auf eine Steuerungskonsole, die von den Gemini-Captains genutzt wird. Durch ein solches Portal könnte die Prime-Einheit das gesamte Steuerungsnetzwerk infiltrieren. Wenn wir also eines der Schiffe entern und die Prime-Einheit in die Konsole des Captains einstöpseln, können wir Arkan seine komplette Flotte unter der Nase wegnehmen? Mal sehen, wie lange Arkan seinen Thron behält, wenn wir ihm seine schicken Spielzeuge wegnehmen. Ihr sagt das so, als wäre es nicht völlig unmöglich. Selbst wenn wir irgendwie an Bord kämen, würden die anderen Schiffe der Flotte das angegriffene Schiff sofort vernichten, bevor wir auch nur in die Nähe der Brücke kommen. Vielleicht müssen wir es nicht mit der ganzen Flotte aufnehmen. Einzelne Schiffe machen ständig Transportflüge von den Kernwelten. Und sobald Scorpio die Gemini-Einheiten verfolgen kann... Über diese Funktion verfüge ich bereits. Ich habe meine Analyse der Gemini-Kommunikationsmuster während ihres Gesprächs abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht die ganze Geschichte. Hast du mir irgendwelche Geheimnisse über deine Verbindung zu den Gemini-Droiden zu beichten? Nichts, was die aktuelle Mission beeinflussen würde. Ich verfolge aktuell ein einzelnes Schiff in einem nahegelegenen Sektor. Es soll demnächst einen Zwischenstopp machen, um den Hyperantrieb zu laden. Wenn meine Berechnungen stimmen, können wir es abfangen, wenn wir uns beeilen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich in naher Zukunft eine ähnliche Gelegenheit ergibt. Gut. Es wird Zeit, gegen Arkan zurückzuschlagen.